Euer Helios Home Workout geht in die zweite Runde. Und Johanna, was haben wir uns diesmal einfallen lassen? Wir haben uns einfallen lassen, dass wir kurze Übungen für den Bauch machen, weil wir Sommer haben und alle gerne einen flachen Bauch präsentieren möchten. Genau, und ganz wichtig sind Anfänger-Workouts, sind aber auch Workouts für Fortgeschrittene dabei. Also wirklich für jeden Fitnessgrad werdet ihr das Passende finden. Was brauchen wir? Nicht viel. Ein Theraband brauchen wir, einen Timer brauchen wir und ein Kissen oder ein Handtuch. Das war's schon. Super, dann lass uns mal loslegen. Sportfrei! Nach dem ersten etwas leichteren Workout gibt es jetzt ein etwas schwereres, ein mittelschweres Workout, ganz wichtig. Wir brauchen einen kleinen Timer, stellt ihn auf 45 Sekunden. Es sind 5 Übungen, jeweils dann immer mit 20 Sekunden Pause dazwischen. Wir beginnen mit der ersten Übung und die erste Übung sind die dynamischen Planks. Es geht los, Johanna, genau, 45 Sekunden starten. Ganz wichtig, ihr steht sozusagen im Plank und geht dann in den Stütz, probiert gerade zu bleiben, probiert den Rücken gerade zu lassen, in einer geraden Bewegung zu bleiben, also nicht so viel zu rotieren in den Schultern, sondern ganz gezielt und vor allen Dingen ganz ruhig immer auf und ab. So, wir haben Halbzeit, 20 Sekunden geschafft, leg den Timer auch mal ab. Genau, die ganze Zeit Bauchmuskulatur anspannen, Gesäßmuskulatur anspannen, zieht sich runter bis zu den Oberschenkeln, letzte 10 Sekunden. Genau, wie gesagt, ihr seht es ja auch ganz kontrolliert immer die Auf- und Abbewegung. 3, 2, 1 und Pause. Wir kommen zum Klappmesser. Eine Übung, die viele höchstwahrscheinlich schon zu ihrer Schulzeit gemocht haben. Aber sie ist halt einfach effektiv. Von daher geht es damit weiter in 2, 1, 0. Das heißt, es ist im Prinzip die Sit-Up-Bewegung. Die Beine bleiben die ganze Zeit in der Luft. Und wenn ihr nach oben kommt, dann verschränkt ihr die Hände unter den Beinen. Permanente Anspannung in der Bauchmuskulatur. Genauso wie es Johanna macht, dabei natürlich immer noch lächeln. Es ist nicht einfach, die Übung, definitiv, aber sehr, sehr effektiv. Halbzeit, 20 Sekunden noch. Genau. Wenn ihr merkt, dass es nicht weitergeht, probiert wirklich dann wenigstens in der Position so zu bleiben, sodass die Bauchmuskulatur genauso angespannt ist. Und dann die 45 Sekunden durchhalten. Die letzten 3, 2, 1 und Pause. So, wir gehen wieder in den Plank als dritte Übung, und zwar Plank mit Rotation. Das heißt, ihr geht statisch erstmal in den Plank. 2, 1 und los geht's, genau. Und wechselt dann immer von der linken auf der rechte Hand, dreht die Schulter auf, also macht die Schulter auf und schaut der Hand hinterher. Genau, man kann die Hand angewinkelt lassen, man kann sie aber auch gerade durchstrecken, je nachdem, wie es für einen selber angenehmer ist. Probiert dabei auch die komplette Schulter aufzumachen und sozusagen die Schulter hinterher zu drehen. Und immer ganz wichtig, in einer festen Bewegung die ganze Zeit Bauchmuskulatur angespannt, noch 20 Sekunden. Auch hier, wenn ihr es nicht mehr schafft, euch aufzudrehen, bleibt im Plank stehen, aber nehmt die 45 Sekunden voll mit. Und Pause. So, vierte von 5 Übungen, wir machen Sit-Ups. Und zwar in einer Variante, dass wir aus der Ausgangsposition die Hände hinter den Kopf legen, dann eine komplette gestreckte 2,
eins und los geht's. Komplett gestreckte Bewegung nach vorn und zwischen den Füßen die Hände kurz ablegen. Das heißt, sie liegen einmal hinter dem Kopf ab und auch einmal wieder vorne. Probiert so wenig wie möglich Schwung mit aus den Armen mitzunehmen und wirklich aus dem Bauch zu drücken. Also die Hände sind sozusagen nur der Gradmesser, dass ihr zum einen hinter dem Kopf komplett seid und dann auch zwischen den Beinen wieder ablegt. 20. Letzte 10. Drei, zwei, eins. Übung 5 von 5, die sogenannten Bergsteiger. Zeit läuft. Ihr geht in den Stütz. Ganz wichtig, dass die Handflächen und die Schultern eine Linie bilden. Und dann zieht ihr im Wechsel die Knie Richtung Schultern bzw. Richtung Brust. Das kann man so statisch machen, man kann das aber auch deutlich schneller. Genau, je nachdem, wie euer Fitnessgrad ist oder wie ihr euch fühlt nach den ersten 4 Übungen, könnt ihr das ein bisschen anpassen. Noch 20 Sekunden. Auch hier wieder wichtig, Rücken bildet eine Linie. Das Gesäß nicht überstreckt und immer kontrollierte Bewegungen, dass ihr wirklich auch die Muskeln so aktiviert, wie ihr das braucht. Letzten 3, 2, 1 und Pause.